Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Video. Ja, heute möchte ich euch den Denali Nano Egg Filter XXL vorstellen. Ein Filter, den ich recht spannend finde, da ich großer Fan von dem Denali Nano Egg Filter bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich ihn euch mal vor. Ja, dann kommen wir auch schon zu den wichtigsten Eckdaten. Der Denali Nano Egg Filter XXL verbraucht 5 Watt und soll super leise sein. Da bin ich echt gespannt. Er eignet sich für Aquarien bis 90 Liter. Dazu zeige ich euch etwas ganz Spannendes. Der Filter ist nämlich 24,5 cm hoch, wenn man beide Filterkartuschen verwendet. Wenn man aber nur eine verwendet, dann kann man diesen auch für kleinere Aquarien verwenden, denn dann ist er nur 18 cm hoch und kann für Aquarien von 30 bis 60 Liter verwendet werden. Ansonsten, wie gesagt, 60 bis 90 Liter mit zwei Filterkammern. Ja, das Filtermaterial besteht aus einem dreischichtigen Spezialfiltervlies und sorgt für kristallklares Wasser. Und was natürlich super ist, man kann ihn entweder stehend oder liegend verbauen. Ich packe euch den jetzt mal aus und dann schauen wir uns ihn mal genauer an. Ja, so schaut der Filter jetzt ausgepackt aus. Wenn man den in echt vor sich stehen sieht, sieht er natürlich ordentlich groß aus. Aber jetzt hier so auf der Kamera fällt mir auf, er sieht eigentlich wirklich aus wie der normale Denali Egg Filter. Also er wirkt auf jeden Fall kleiner, aber wirklich durch die Eckbauform klasse, also sehr kompakt, gefällt mir gut. Und ich hoffe, dass er auch von der Leistung her wirklich was taugt. Ja, zubehörtechnisch, klar, es ist die Anleitung dabei, das Düsenstrahlrohr hier. Und was ich ein bisschen schade finde, wer den Eckfilter und den Eckfilter XL kennt, da ist hier noch so eine Reinigungsstange, sag ich mal, da mit drin. Die ist jetzt hier bei dem XXL nicht mit dabei. Ihr habt dann hier noch die verschiedenen Verbinder, um das Düsenstrahlrohr hier dann anzubringen. Und das könnt ihr halt in verschiedensten Weisen positionieren. Ich bringe euch das gleich mal an. Und wer sich gefragt hat, was die beiden eigentlich immer dabei sollen, ich kenne es jetzt so, dass man die hier hinter stopft, damit die Garnelen nicht hinter den Filter marschieren können. Wenn ihr ansonsten einen anderen Anwendungsbereich kennt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Okay, gehen wir erstmal auf die wichtigsten Details ein. Was wirklich super ist, wer den Denali Egg Filter an sich noch nicht kennt, dem ist es natürlich geholfen, wenn ich jetzt ein paar Details nochmal erkläre. Also, man kann den Auslass hier oben komplett verstellen, in zumindest die Richtungen, die durch diese Eckbauweise halt möglich sind. Und mit dem Verstellrädchen hier oben könnt ihr halt einstellen, wie viel Wasser eigentlich rauskommen soll, wie stark die Strömung im Becken sein soll. Das probieren wir dann später im Video nochmal aus. Da würde ich das Becken einfach mal mit Wasser befüllen und zeige euch einfach mal, wie viel Power der eigentlich hat. Gut, dann haben wir hier die erste Variante mit dem Düsenstrahlrohr. Man kann es halt mit diesem Winkel hier so anbringen, dass es halt einmal so runter neigt. Oder wenn man zum Beispiel den Filter für Schildkrötenbecken oder Paludarien oder ähnliches verwenden möchte, dann kann man den auch einfach so im Aquarium positionieren. Und dann macht das natürlich mit dem Düsenstrahlrohr so viel mehr Sinn. Ich zeige euch jetzt noch schnell die andere Variante. Und das ist jetzt die gerade Verbindung. Ihr seht hier das Adapterstück. Und so habt ihr halt die Möglichkeit, das so am Filter anzubringen. Und ihr könnt immer noch das halt einstellen, wie ihr es halt braucht. Also es ist schon gut gelöst und gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt zeige ich euch, wie ich den dann später einstelle. Also ich mache es immer so, dass ich den Strahl mittig ins Aquarium reinrichte und dann ist das Aquarium eigentlich am besten so durchströmt. Mir gefällt es so wirklich am besten. Jetzt zeige ich euch aber einen Schwachpunkt, der mir jetzt noch aufgefallen ist. Wenn wir uns jetzt hier die Rückseite angucken, hier sind, würde ich behaupten, die Saugnäpfe vom normalen Eckfilter verbaut. Und da habe ich bei dem einen oder anderen Eckfilter schon echt Probleme gehabt, dass die mir einfach so von der Scheibe abgefallen sind. Deswegen bin ich gespannt, ob die jetzt hier besser halten. Wenn jemand von euch mit diesem Filter schon Erfahrung hat, schreibt es gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen da sind. Ansonsten teste ich es für euch. So, um euch das jetzt nochmal zu verdeutlichen mit den Saugnäpfen, habe ich hier jetzt nochmal einen Denali Nano Eckfilter XL, also die kleinere Variante. Ihr seht hier die vier Saugnäpfe und bei der XL-Variante sind 6 Saugnäpfe insgesamt verbaut.
Da habe ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl wie bei dem hier, weil ich glaube nicht, dass das lange hält, ganz ehrlich. Ansonsten hier nochmal zu den Unterschieden der beiden Filter. Ich stelle den jetzt nochmal nach vorne. Und hier seht ihr jetzt, der XL ist so knapp einen Zentimeter sogar höher wie der Nano-Eckfilter XXL. Aber man sieht auch, dass der, wenn man das jetzt mal so hinstellt, ich würde behaupten, fast halb so breit ist wie der XXL. Also das ist schon ein Unterschied. Und man kann den halt nicht so einfach hinstellen, weil der hält nicht. Ansonsten zerlege ich euch mal den XL eben und dann zeige ich euch mal, wie ich das meine mit der Rückseite. So, ich habe jetzt hier mal ein kleines überschaubares Chaos angerichtet. Ich habe jetzt mal beide Filter zerlegt. Und hier seht ihr schon, bei dem Nano-Eckfilter XL habt ihr hier dieses Teil. Und das ist halt immer an der Aquarienscheibe. Das müsst ihr halt nicht extra entfernen. Und da ist jetzt hier der Filterkopf dran befestigt. Und dann klickt ihr das hier einfach nur ein. Und dann hält das. Bei dem Nano-Eckfilter XXL habt ihr hier die einzelnen Filterkörbe. Und ihr müsst halt immer den kompletten Filter von der Scheibe abreißen. Und da glaube ich wirklich, das geht auf Dauer auf die Saugnäpfe. Also ich würde sagen, es wäre schlauer gewesen, hätte man größere Saugnäpfe verwendet. Ich denke, das hätte mehr Sinn gemacht. Aber ich denke, der Vergleich ist jetzt mal ganz gut zu sehen, wie die beiden Filter so aufgebaut sind. Und auch für euch vielleicht besser verständlich. Ja, auch wenn es in diesem Video eigentlich um den Nano-Eckfilter XXL gehen soll, möchte ich euch nochmal kurz das Zubehör von dem Nano-Eckfilter XL vorstellen. Einfach, dass ihr die Unterschiede sehen könnt zu dem größeren Modell. Hier schon, wie erwähnt, diese Stange, die hier drin ist. Und ihr seht, hier ist so eine Art Kamm drin. Und wenn man das jetzt hier so drückt, dann schiebt man damit den Dreck raus. Also wenn da sich jetzt mit der Zeit irgendwie in irgendeiner Form Dreck ansammelt, den kann man damit rausziehen. Ansonsten, wenn ihr das jetzt nicht braucht, ist hier dieser kleine Deckel dabei, den setzt ihr dann da einfach rauf. Hier braucht ihr nur einmal kräftig dran ziehen, dann ist es raus. Und was ich an Zubehör noch gut finde, ihr habt hier diese kleine Bürste dabei und damit könnt ihr hier die Auslässe des Düsenstrahlrohrs sauber machen. Das ist halt im Zubehör vom Nano-Eckfilter XXL nicht mit dabei, was ich sehr schade finde. Außerdem ist bei dem hier noch so ein Mini-Prospekt dabei, was ihr eigentlich alles an Zubehör für den Nano-Eckfilter und den Nano-Eckfilter XL kaufen könnt. Also hier zum Beispiel Baby Protect, hier die einzelnen Filterelemente. Und dann habt ihr hier halt auch zum Beispiel so ein zusätzliches Filtermodul, wodurch ihr halt eigene Filtermedien verwenden könnt oder die, die von Denerle erhältlich sind. Und es gibt diesen Nano Filter Extension, den man halt außen an den Filter ranklickt und dann erweitert man dadurch halt nochmal die Filterfläche. Und es gibt von Denerle für diesen Filter eigene Nano Filtermedien. Was ich eigentlich ganz spannend finde und wirklich schade, dass man das halt für den XXL nicht hat. Aber ich denke, mit der Zeit, wenn der sich am Markt etabliert, werden auch dafür passende Sachen kommen. Dann schauen wir uns noch schnell die Filtermedien an. Die beiden Filter sind an sich soweit identisch aufgebaut. Beide haben erstmal so einen Vorfilterschwamm. Der sitzt hier dann bei dem XXL. Und dann sind beide mit den Filterkartuschen ausgestattet. Hier die kleinen von dem Eckfilter XL. Die sind auch beim normalen Nano-Eckfilter verbaut. Da ist dann nur einer verbaut, hier beim XL dann zwei. Und bei dem XXL-Filter habt ihr halt diese um einiges größeren Filterkartuschen und wie bereits erwähnt, die Möglichkeit, dass ihr entweder mit einer Kammer fahren könnt. Und dann kommt hier der Pumpenkopf drauf bis 60 Liter. Oder halt mit der zweiten Kammer. Und dann soll man wohl bis 90 Liter schaffen. Aber ich denke mir, solange das im Becken Platz hat,
verwendet auf jeden Fall beide Kammern, umso mehr Filtervolumen habt ihr. Ja, und das ist das Aquarium, in dem der Denali Nano Eckfilter XXL in Zukunft arbeiten wird. Das ist das neue Denali Nano Cube Weißglas Aquarium in der 30 Liter Variante. Und ich würde den Filter hier aber mit beiden Kammern verwenden. Denn wer meine Videos bisher so kennt, ich arbeite gerne mit mehr Filterleistung als notwendig wäre. Denn das ist immer besser. Und ich würde den jetzt ins Aquarium setzen. Einen wichtigen Hinweis hätte ich hier noch für euch. Ist auch bei den Denali Eckfilter und Eckfilter XL genau dasselbe. Ihr habt hier diese Kabelführung. Das heißt, wenn ihr den auf die linke Seite des Aquariums setzt, ist das mit dem Kabel eigentlich ganz gut gelöst, denn die Führung ist genau auf der Seite. Wenn ihr den aber auf die rechte Seite setzen wollt, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, gerade wenn ihr mit einer Abdeckscheibe arbeitet, dass das Kabel hier halt irgendwie unter der Abdeckscheibe sitzt. Denn ansonsten stört das halt so ein bisschen. Das nur so als Tipp. Ich setze ihn jetzt mal ins Aquarium und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, in so einem 30 Liter Cube wirkt der Filter natürlich jetzt umso größer. Denn wenn man vergleicht, die meisten werden ja mit dem Denali Eckfilter XL ausgeliefert oder auch mit dem normalen Denali Eckfilter. Und dann nimmt der hier schon gut Platz ein. Aber durch die Eckbauweise wirkt er immer nicht zu groß. Also mir gefällt es wirklich gut und ist eine schöne Lösung. Klar, im Aquascaping ist das natürlich nicht unbedingt das Schönste, aber hier wird kein Aquascaping-Becken draus, sondern wirklich ein Garnelenbecken und da reicht es mir vollkommen. Hier seht ihr auch, wie schön der eigentlich an der Scheibe anliegt, denn wenn man hier mal guckt, es ist komplett kein Spalt frei, hier auch nicht. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, denn so können euch die Garnelen nicht hinter den Filter geraten und werden nicht unbedingt zerquetscht, wenn ihr den Filter mal rausnehmt zum Reinigen. Und hier hinten habe ich euch ja schon gezeigt, die kleinen Schaumstoffstücke, die ihr dann halt hier so reinstopft, am besten von der unteren Seite. Und dann ist es auch von der Rückseite her sicher, dass euch die Garnelen dann nicht hintermarschieren können. Ja, und hier seht ihr auch das, was ich meinte mit der Kabelführung. Also am besten ist es eigentlich wirklich auf der linken Seite, weil ihr hier halt wirklich die Öffnung habt. Und dann könnt ihr das Kabel hier sauber hinterm Aquarium verschwinden lassen. Ich habe jetzt mal meinen 30 Liter Nanocube mit Wasser gefüllt und den Denali Eckfilter XXL eingebaut. Von der Power her würde ich sagen, ist er völlig ausreichend. Bei 5 Watt, denke ich, ist das auch so völlig in Ordnung. Aber jetzt kommen wir zu einem großen Nachteil, der leider jetzt erst so richtig auffällt, der Lautstärke. Das Brummen geht durch den ganzen Raum und man hört auch aus weiteren Entfernungen das Brummen noch. Der Filter läuft jetzt so circa 30 Minuten und ich habe in der Zeit schon den Filter komplett von der Scheibe gelöst. Habe alles Mögliche ausprobiert, also an Luft im Rotorraum kann es nicht liegen. Ich habe den Filter auch schon auf den Kopf gestellt, dass halt wirklich die komplette Luft raus ist. Ich habe ihn dann einfach mal lose im Becken gehalten am Kabel und musste feststellen, sobald er von der Scheibe ab ist, ist er um einiges leiser. Immer noch nicht besser wie jetzt, aber um einiges. Und anscheinend liegt es wirklich daran, dass der Filter einmal so eng an der Scheibe anliegt und durch diese winzig kleinen Saugnäpfe sich halt einfach die Lautstärke durch die Scheiben überträgt. Und das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also vom Klangbild her finde ich es wirklich sehr, sehr unangenehm. Und dafür, dass der Denali damit wirbt, dass der Filter super leise sein soll, finde ich das wirklich sehr enttäuschend. Jetzt mag man natürlich denken, das ist jetzt ein Einzelfall und gut, jetzt habe ich einen blöden Filter erwischt. Aber leider ist es nicht so, denn das ist jetzt schon der zweite Denali Nano Eckfilter XXL, den ich hier teste. Und der davor war leider noch lauter und richtig unangenehm. Und deswegen muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Also wirklich schade drum. An sich gefällt mir Filter ja gut, denn wie schon gesagt, ich bin großer Fan von dem Nano Eckfilter und dem Nano Eckfilter XL. Die sind einfach komplett flüsterleise. Aber das hier, finde ich, geht überhaupt nicht. Klar, so ein Rotor läuft sich noch ein und wird mit der Zeit leiser, dadurch, dass sich halt auch ein Biofilm auf die Rotorblätter legt.
Und das macht schon viel aus, wenn er eine Weile läuft. Aber so muss ich sagen, von der Lautstärke gefällt er mir wirklich nicht. Und man muss es für sich entscheiden. Schreibt es gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Seht ihr es genauso oder ist es euch egal? Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Ich würde sagen, ich baue den jetzt mal aus und dann komme ich auch schon zu meinem Fazit. Ja, würde ich sagen, kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Gehen wir erstmal auf die Filtermedien ein. Bei den Filtermedien sehe ich folgendes Problem. Die Filtermedien kosten separat 20 Euro, ein Zweierpack. Dementsprechend, wenn ihr die mal wirklich tauschen wollt, wird es halt teuer. Für 20 Euro bekommt ihr einfach mal eben den Denialec-Filter so. Ja, beim normalen Denialec-Filter gibt es ein Filtermodul, wo man halt zusätzlich Filtermedien einlegen kann und ein Filter-Extension, den man so außen anbringt, um die Filterfläche nochmal zu erweitern. Das gibt es alles nicht für den Nano-Eck-Filter XXL, was ich sehr schade finde. Vielleicht kommt es ja noch im Zubehör, wäre natürlich super. Ansonsten, was mir auch nicht gefällt, ist einfach die Tatsache, dass sie die kleinen Saugnäpfe verwendet haben vom normalen Eckfilter und dem normalen Eckfilter XL. Deswegen rate ich euch auf jeden Fall, kauft euch eine zusätzliche Tüte Saugnäpfe dazu. Denn, wie schon erwähnt, bei mir sind hin und wieder doch mal die Denial-Eckfilter nach einer gewissen Zeit von der Scheibe abgefallen. Die Saugnäpfe sind leider einfach zu klein, härten relativ schnell aus und ja, auf Dauer taugen sie nichts, meiner Meinung nach. Ansonsten, von der Leistung her, muss ich sagen, finde ich ihn top. Also über das Einstellrad könnt ihr ja auch die Filterleistung justieren. Das heißt, wenn ihr einen Kampffisch-Aquarium habt, dreht ihr einfach die Leistung runter und der Kampffisch wird nicht gestresst durch zu starke Strömung. Das Zubehör finde ich auch soweit völlig in Ordnung. Also bei manchen Herstellern muss man es ja separat kaufen. Deswegen finde ich es völlig in Ordnung, dass es dabei ist. Aber man muss einfach sehen, der Filter kostet 50 Euro. Und sowas wie mit der Lautstärke, das darf meiner Meinung nach einfach nicht sein, wenn man damit wirbt, dass der Filter super leise sein soll. Also ich hoffe, im Video kam es halbwegs rüber. Ich habe es mir jetzt nochmal grob angesehen. Und ich kann euch eins sagen, in echt ist es auf jeden Fall viel, viel lauter gewesen. Und ich kam hier in den Raum rein, nachdem man eine Weile lief, und habe mich echt gewundert, so boah, es schallt halt durch den ganzen Raum. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich für den Preis von 50 Euro. Wenn man bedenkt, der Denial-Eckfilter XL kostet nur die Hälfte und man hört ihn wirklich überhaupt nicht. Also deswegen muss ich einfach sagen, ist mein Fazit. Ich kann ihn euch nicht empfehlen. Ich bin leider nicht unbedingt zufrieden damit. Wie gesagt, die Leistung ist soweit top. Ich bin nur ehrlich, das mit den Filtermedien sehe ich als großen Nachteil. 20 Euro für eine neue Packung finde ich doch schon ganz schön frech. Und dadurch, dass es keine Alternativen gibt, ist man da recht schnell aufgeschmissen. Deswegen würde ich sagen, entscheidet es für euch. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das seht. Habt ihr vielleicht sogar einen? Berichtet gerne mal von euren Erfahrungen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!